wenn sie nicht mehr nur Knöpfchen drücken wollen, sondern wirklich selber was machen wollen, dann müssen sie Informatik studieren. Ist so ähnlich wie nur eine CD reinlegen oder selber in einer Band spielen. In der Informatik in Düsseldorf hat man sehr viele Auswahlmöglichkeiten, was Spezialisierung angeht. Zum Beispiel das, was ich mache, Computational Social Choice. Ansonsten haben wir einen starken Bereich innerhalb der Bioinformatik mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Maschinelles Lernen spielt eine große Rolle. Künstliche Intelligenzen, da haben wir auch einen Schwerpunkt hier in Düsseldorf. Das sind also genau die Schlüsseltechnologien, die jetzt angesagt sind und mit denen Sie auch leicht Jobs finden werden. Wir haben eine Grundausbildung im Bereich der Programmierung. Dann gibt es Grundlagenveranstaltungen zur Rechnerstruktur, zu Algorithmen und Datenstrukturen und zur theoretischen Informatik. Man lernt auch sehr viel Mathematik, was insbesondere in der theoretischen Informatik später wichtig wird. Und im weiteren Verlauf haben Sie natürlich freie Wahlmöglichkeiten, ob Sie eher was Konkretes, Praktisches machen oder was Theoretisches. Es gibt hier an der Universität verschiedene Forschungsprojekte, wo auch Fakultäten zusammenarbeiten. Zum Beispiel das Fortschrittskolleg Online-Partizipation, wo zum Beispiel die Philosophische Fakultät und Informatik zusammenarbeiten. Aber das Spannende an der Informatik ist, dass man die Möglichkeit hat, was selbst zu schaffen. Und man hat mit dem Programmieren ein sehr mächtiges Werkzeug kennengelernt, mit dem man ständig neue Dinge entwickeln kann. Es kommen immer neue Dinge dazu. Man kann sich ständig weiterbilden. Am Ende steht immer eine Lösung, die dann in einem anderen Bereich zum Einsatz kommt und dort hilft. Ich würde auf keinen Fall unterschreiben, Informatik ist Programmieren, sondern Informatik ist viel mehr als nur Computer. Informatik ist die Transformation von Daten, vielen, vielen komplexen, großen Datenmengen in Erkenntnis.